Hi, ich bin Dina Reit und heute präsentiere ich eine kundenspezifische Laseranlage. Dieser Laser geht diese Woche noch an unseren Kunden GS Electroplating. Die haben derzeit eine Mietmaschine von uns, konnten sich also von der Qualität unserer Anlagen überzeugen und haben daraufhin eine Anlage für sie und ihre Produkte geordert. Der Prozess läuft folgendermaßen ab. Hier oben ist eine Kamera und die checkt, ob in jeder Vorrichtung das richtige Bauteil liegt. Also das richtige Bauteil in der richtigen Position und dass das Bauteil nicht gelasert ist. Das passiert konstant. Wenn das so stimmt, dann sind diese vier Lichter hier hinten grün. Ja, also für jede Position ein grünes Licht. Ich kann das hier jetzt leider nicht zeigen, da wir eine Geheimhaltungsvereinbarung bezüglich der Produkte haben. Wenn diese vier Positionen passen, drücke ich den externen Startknopf, der Drehteller dreht rein und innen drin wird gelasert. Währenddessen kann ich hier die Produkte wieder rausnehmen, neue reinlegen und die werden auch direkt wieder gecheckt. Das Ganze wird natürlich überwacht über die Lichtschranken. Also man sieht hier, das hat gestoppt, damit ich mir zum Beispiel nicht die Finger jetzt quetsche. Durch den Reset-Knopf kann ich wieder das Ganze in die richtige Position fahren. Dadurch haben wir einen Prozess, der dem Kunden garantiert, dass kein Produkt zweimal gelasert wird, dass die Produkte nicht an der falschen Stelle gelasert werden oder dass vielleicht sogar ein ganz falsches Produkt gelasert wird. So sieht der Maschineninnenraum aus. Also wir haben hier oben den Laser mit dem Scankopf und dem Objektiv. Und das steht genau über den vier Vorrichtungen, die innerhalb der Maschine sind. Und hier haben wir übrigens noch den Absaugschlauch, denn bei dem Prozess entstehen Laserdämpfe, die abgesaugt werden. Das war unsere kundenspezifische Drehtelleranlage. Wir können die natürlich auch anders bauen. Also diese hier hat jetzt 800 mm Durchmesser beim Drehteller, die könnte aber auch 600 mm beispielsweise haben. Da sind wir sehr flexibel. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann gerne unter www.sk-laser.de. Da findet man auch alle anderen Kontaktdaten noch. Und für weitere Videos gerne bei YouTube oder LinkedIn nachschauen. Da gibt es ja einiges an Videomaterial. Und ansonsten bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.